Neu-Eden. Es hätte ganz anders sein sollen. Na los, Mac. Es ist da vorn. Doch wenn es irgendwer hinbekommt. Jewel? Dann bist das sicher du. Okay. Wir suchen eine Energiequelle. Nur so können wir unseren Crawler wieder online bringen. Hast du die Fährte, Mac? Dann folgen wir ihr. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Recore. Ja, das Spiel gab es jetzt hier im Black Friday günstig. Und da habe ich mir gedacht, ja, für den Preis kann man das ja ruhig mal nehmen. Oh. Grafik fetzt. Oh. Mir hat der Trailer damals schon gefallen davon. Ich habe das schon mal das erste Level angezockt. Bin aber. Was heißt bin nochmal oder ich hab's eben halt fang's nochmal von null an. Die Plünderer-Bots haben sie offenbar ausgeschlachtet. So. Genau, wir müssen dort hoch. Vorsicht, Mac! So, ja. Und da unter Schießen hab ich jetzt ja schon. Okay, dann mal auf nach ganz Indus. Oben. Du gehst vor, Mac. Ich bin hinter dir. Die meisten Menschen auf der Erde haben auf den Bildern von Neu-Eden nur Felsen und Sand gesehen. Aber manche von uns ein neues Paradies. Ich finde, das ist sehr hübsch gemacht. Grafik fetzt. Wow, vorsichtig! Da geht's tief runter. So, der Hund ist erstmal abgestürzt, wie soll ich sagen. So, wir bauen das jetzt mal jetzt ab, wenn es hier so nicht sieht. Und das angreifen kann. Hab das mal. Da bist du. Bringen wir dich in deine Fassung. Na, einmal hier rein. So. Mac, hast du das gehört? Komm mit hier lang. Mac! So, die haben jetzt meinen Hund entführt. Ein Sicherheitsgitter. Was ist denn? Das findet man natürlich nicht lustig. Machen wir was mal als Platz hier. Was? Zum Glück habe ich keine Munitionsbeschränkung oder so. Das war natürlich mies. So. Das habe ich natürlich nie hingekriegt. Zwei.
Oh, wieder nix. Gott. Mac müsste hinter dieser Tür hier sein. Also. Oh. Mac. Das Hundi. Ich helfe dir, Kumpel. Hundi will helfen. Sei etwas vorsichtiger. Hier werden wir nicht viele freundliche Bots treffen. Spinnenhöhlen! Wir haben ein ganzes Nest aufgeweckt. Zack! Mehr Spinnen. Und noch eine. Nur mehr. Ich hab schon von der Freude gesehen. Das waren alle. Hast du ihre Höhlen gesehen, Mac? Sie waren verrostet. Ja, ganz meine Meinung. Aber wir müssen weiter. Mhm. Noch ein fehlender Zellenbot. Die wohl alle aus den Fassungen verjagt hat. Versuch was zu finden. Los, Mac, such! So, und die Finde setzt diesen Bot. Keine Sorge, wir tun dir nichts. Da, jetzt besser? So, und weiter geht's. Ja, ich höre es auch. Die Energiequelle muss hier sein. Vorsicht! Raupen! Kernbots sind viel intelligenter als Kernbots. Aber sie alle waren so gebaut, dass sie Menschen loyal sind und sie beschützen. Diese Energiequelle sendet wirklich seltsame Signale aus. Vielleicht beeinflusst sie die anderen Bots. Ein Extraktor müsste an dieser Tür auch funktionieren. Das Teil hat Schilde. Vielleicht geht mein Energieschuss durch. So, dann haben wir auch glatt gemacht. Das muss man ja rein.
Da oben, sieh mal, die Energiequelle. Sie ist eine Art Kern. Wenn wir näher herankommen, kann ich ihn mit dem Extraktor schnappen. Eisen. Dann wird's wohl Zeit für die harte Tour. Genau. Wir brauchen diesen Kern. Auf die Fest! Da! Da drüben! Zum Angriff, Mac! Da drüben! Mac! Da drüben! Der da, Mac! Da! Zum Angriff! Da drüben! Mac! Da drüben! Zum Angriff, Mac! Zum Angriff, Mac! Zum Angriff, Mac! Durchsprechen. Schieß. Nein. Halt dich ständig selbst. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Du schlagst ihn extra hier. Alter, was ist denn los, Junge? Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Halt dich ständig selbst. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Was sagst du schon? Das steht aber halten. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Halten. Alter. Ja, genau. Halt dich ständig selbst. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Okay, ich bin aufgestiegen. Alter, was ist denn jetzt hier? Soll das halten, steht eigentlich dort. Gedrückt halten, dann macht es doch. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Alter. Halt dich ständig selbst. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir den Kern rausziehen. Wie oft wird sie das noch machen? Wenn wir den Kern rausziehen.
Langweilig. Was soll ich denn jetzt hier noch drücken? Ja, das ist doch. Warte mal, was ist denn los? Ja, komm schon. Ja, das versuche ich die ganze Zeit. Irgendwie Hilfe oder so. Oh, was für eine schwere Geburt hier. Ich habe jetzt übrigens das R. Diese Energiequelle haben wir verfolgt. ST oder RT oder was das war. Ist nicht gedrückt. So das Aimer. Und du, Mac? Alle Farben sind vermischt. Ich hab's aber auch nie festgehalten. Oh, komm her, Junge. Lass mich das Bein mal sehen. Sieht nicht so, so schlimm aus. Aber hier kann ich das nicht reparieren. Schaffst du es zurück zum Crawler? Erst okay, ein Gegner okay. Platt gemacht. Gehen wir heim. Okay, Mac. Wir haben, was wir wollten. Gehen wir zurück zum Crawler. So, wir laufen jetzt nach Hause. System verbunden. Yep, da ist der Crawler. Home sweet home. Mehr aggressive Kernbomben. Sie dürfen nicht an den Crawler. Und da bin ich leider abgestürzt. Aber warum? Warum kommt doppelt auf die Tür? Komm hier, das
Was? Ach, hier oben war noch was. Ganz leuchten gesehen, so. Gehen wir rein und testen, ob der Kern die Energie wieder anstellt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Folge von Recore. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.